Willkommen zu einer neuen Runde Dota 2. Wir sind jetzt auch schon direkt im Charakterauswahlmenü und wir spielen heute mal den Chaos Knight. Wir sorgen für Chaos und Verderben und wahrscheinlich werden wir sterben. Oh mein Gott, das hat sich jetzt versehentlich gereimt. Es tut mir leid. Es wird wieder vorkommen wahrscheinlich. Ja, und mit den Chaos Knight werden wir dann wahrscheinlich ordentlich versagen. Also schon Charakteren spiele ich ein bisschen häufiger. Aber weil ich jetzt keine Lust hatte, mir jetzt nochmal einen Charakter vorher anzugucken und sowas, weil es ist jetzt auch schon wieder Nacht und ja, jetzt nochmal mit einem Charakter vorher beschäftigen, bevor man damit online gegen irgendwen antritt, dachte ich mir so, nö, heute nicht. Wenn ihr wieder irgendwelche Charaktervorschläge habt, die ich nehmen soll, dann einfach in die Kommentare schreiben und dann, naja, wird das schon irgendwie. So, was shoppen wir denn schön jetzt so zu Anfang? Ja, das ist schon nicht verkehrt. Das auf jeden Fall. Und den Rest. Wir könnten. Ich gucke hier gerade noch. Ich weiß ja noch nicht so ganz, was ich mir denn später mal zusammenschustern will. Und, das könnte ich mir noch besorgen. Jo. Dann haben wir später das und dann können wir daraus das machen. Das ist alles so Zeug. Das können wir später mal gebrauchen. Dann gehen wir mal. Wir nehmen als erstes den Chaosbolt. Weil dann können wir jemanden stunnen. Und stunnen ist gerade im Early Game schon ziemlich nützlich, finde ich. Gibt da natürlich Leute, die sind andere Meinung und so weiter und so fort. Aber so im Großen und Ganzen bin ich damit dann schon zufrieden. Gut. Das ist das, das ist das, das ist das. Also wir brauchen nur ein bisschen Gold, um hier das Ding herzustellen. Das ist eigentlich schon relativ gut. Was auch immer er da markiert hat. Ja, ich will keine Runen. Ich will einfach nur leveln. Was ist das hier? Ach. Der Typ. Der geht wahrscheinlich jungeln oder ab zur Dings. Ich glaube nicht, dass es ein Jungler ist. Ich habe den noch nie gespielt. Ja, geil. Wird schon irgendwie, keine Ahnung. Erstmal gucken. Erstmal dafür sorgen, dass wir sterben. Das kriegen wir bestimmt ganz einfach hin. Ich bin davon überzeugt. Was haben wir denn überhaupt als Gegner? Wir haben den Drawranger, na super. Wir haben den Tidehunter, große Klasse. Wir haben den Zeus. Das kann nur großartig werden. Oh, und dann den hier auch noch. Gleich erstmal zu Anfang nerven. Ja, super. Und Zeus ist auch noch hier. Der olle Brutzeltypi. Na super, jetzt hat er ihn denied. Wir haben weniger Erfahrungspunkte bekommen und kein Last Hit. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, brutzel mich doch nicht hier. Ist doch nicht wahr. Gleich mal hier was knabbern. So ein Baum aufessen. Das Übliche. Man kennt es. Dann geht's weg hier. Bevor jetzt noch ein Unglück passiert. Was uns gleich zu Anfang zurückstoßen würde. Geh weg. Ich regeneriere auch noch so selten, so wenig Mana. Das ist schlimm. So. Ja, komm, geh weg hier. Ist doch nicht wahr. Yay, mein erster Last Hit. Woohoo. So, jetzt muss ich aber ordentlich Heilung reinkriegen, sonst ist hier Schicht im Schacht. Bleiben jetzt erstmal hinten. Wir bleiben defensiv. Lassen sie an unseren Turm ruhig rankommen. Mir doch Wumpe. Es gibt Schlimmeres. Als dass sie unseren Turm besuchen. Wir
wie zum Beispiel, dass sie uns killen, was ein extremer Nachteil wäre, wenn sie das machen würden. Los, drauf, darauf, 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 da. Nein! Oh, weiter, weiter, weiter. Oh, lauf, 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 da. Nein, 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 das wird nichts. Scheiße. Ich fahr out of Mana. Ja, und? Dann bin ich halt ein Noob. Ist ja nichts Neues. Ehrlich. Was soll ich denn spammen? Bleib mal locker. Ich spam hier nix. Spam soll ja angeblich voll lecker schmecken. Also, das ist ja irgendwie so ein Fleischgedöns. Ich weiß nicht, ob es Schinken ist oder sowas. Aber soll angeblich schmecken. Ich glaube nicht dran, aber naja. Also ich bin grundsätzlich eher skeptisch, was Fleisch aus der Dose angeht. Na, gehst du wohl ran? Geht doch. Jetzt habe ich versehentlich einen Kill gehabt, es tut mir leid. So, was geben wir denn? Wir skillen das. Dann kaufen wir etwas hier zum Vorbereiten von dem Dings hier. Das hier ist nicht schlecht. Dann noch 800 Gold und wir haben es. Unser nächstes Teil. Und die anderen beschweren sich darüber, dass sie Auto-Attack machen. Ist ja auch richtig. Weil normalerweise soll man halt auf die Creeps nur die Last-Hits machen und sonst gar nichts. Allerdings bin ich halt auch einer von den Kackboons, die das dann immer machen. Was fehlerhaft ist. Und wieder drauf. Ja, mach das doch nicht. Nee, 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 muss nicht sein. Nee, nee. Okay, vom gegnerischen Team hat schon einer das Spiel verlassen. So, und jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht an meiner Potion rankomme. Ich hätte wahrscheinlich eher einen Tango kaufen sollen. Aber jetzt ist es eh zu spät. So, dann hol mir mal das Zeug bitte, du kleiner Esel. Dann bleib hier schön zurück. Wo ist der Esel? Ach, der muss ja noch so weit fliegen. Oh, nee. Nein, nein, nein. Zurück, 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 zurück. Nicht, dass die mich hier kriegen. Wir bleiben schön ordentlich bei der ganzen Sache. Na gut, das stimmt natürlich, dass das hier nicht LOL ist. Ne? Ich persönlich finde dieses Spiel immer noch besser als LOL. Ne? Aber na gut, ist meine Meinung. Ich sage nicht, dass LOL schlecht ist. Mir gefällt nur dieses Spiel einfach besser. So, endlich ein Trank da. Jetzt können wir endlich mal wieder Leben regenerieren und auf sie drauf hier. Was will er denn von mir? Dass hier einer sich versteckt hält, oder was? Machen wir das. Das erhöht, glaube ich, die Reichweite davon. Genau.
So. Geht doch, jetzt kommen wir auch langsam ein bisschen an Gold hier ran. Und dann klappt das auch mit den Nachbarn. 800 brauchen wir für das Rezept für diese komische Trommel. Ach, der Zeus ist wieder da. Der ist nicht mehr aus dem Spiel entfernt. Bäm, Junge. Einfach nur bäm. Weggebasht haben wir den. So, machen wir schon mal Ulti-Skillen. Auch wenn wir das Mana dafür definitiv noch nicht haben. Aber, naja, was muss, das muss, ne? Wir schaffen das schon. Irgendwie, irgendwann. Irgendwann sind wir ein Halbpro und dann machen wir das hier auch mal vernünftig. Aber ich glaube nicht. Dann wieder zurück. Da ist nämlich der Zeus wieder da. Der hat ja noch eine geringe Wiederbelebungsdingens, ne? Ihr wisst schon, Respawn-Zeit, genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, dann komm doch. Komm doch und mach was. Bam. Wieder ist er down. Sehr nice. Gefällt mir. Also man merkt vielleicht, dass ich mit dem Charakter ein bisschen besser umgehen kann, als mit anderen, die ich bisher gespielt habe. Zwar jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, mit dem Charakter kannst du umgehen, ne? Aber mehr als mit anderen. Was immer noch nicht viel ist, ne? Aber mehr als mit anderen. Gut. Können wir gleich schon mal gucken, auf was wir als nächstes sparen. Ich würde ja fast sagen, diese Lebensentzugmaske. Die Frage ist halt nur, was können wir denn daraus Schönes machen? Jede Menge Zeug eigentlich. Irgendwas Günstiges. Bam, wieder ist er down. Er lernt es einfach nicht. Ich glaube, Lebensentzug wäre bei dem Charakter ja eigentlich nicht verkehrt. Ich frage mich nur, warum das da nirgends in den vorgeschlagenen Items auch aufgeführt wird. Weil ich finde das eigentlich für einen Carrier nützlich. Weißt du, kannst du dich, während du da die Line pusht, auch noch heilen, indem du die Gegner einfach niedermetzelst. Finde ich persönlich eigentlich gar nicht verkehrt. Und jetzt ein bisschen mehr Mana wäre eigentlich auch nicht verkehrt, aber das kommt bestimmt noch. In der Mitte sind sie durchgebrochen. Ich weiß nicht warum. Mir gefällt es nicht. So. So viel dazu und wieder zurück. Da kommt nämlich der nächste Penner. Ist doch nicht wahr. Sehr schön. Hat er hier mal ein bisschen Mana mir gegeben? Durch ein Item. Was hat er denn für ein Item? Ah, die Schuhe. Ja, die sind natürlich super dafür. So, da kommt das Vögelchen, der Eselvogel hier angeflogen. Dankeschön. So. Der hat als aktive Fähigkeit Angriffs- und Bewegungstempo erhöhen. Naja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Bin ja schon fast da. Ja, das ich kam wesentlich zu spät, ja. Ich bin ja auch kein Initiator. Initiator ist der hier, nicht ich.
Ne, also das ist einmal gesagt. Das hätte er machen müssen. So, jetzt haben wir genug Gold für die Maske. Sehr schön. Wieso sind denn zwei von uns schon wieder tot? Oh nee, das geht doch nicht. Das könnt ihr doch nicht machen. Ach shit, da oben sind zwei. Ja, ich bin doch schon da. Bleib mal locker. Da kommt einer durch den Wald. Der Dwarf Ranger. Shit. Nein, 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 nein. Na gut. Und sein Stunt kam wesentlich zu spät. Ja, Hashtag Noob. Na und? Bin ich halt ein Noob. Ich darf das. Nee, ich lösche jetzt nicht Dota. Weil ich habe nur Dota 2. Tut mir leid. Auch wieder die nettesten Leute um diese Uhrzeit hier unterwegs. So mitten in der Nacht. Egal. So. Der Vogel hat mir das Ding gebracht. Hervorragend. So, ich glaube, die Maske werden wir auch erstmal nicht ausbauen. Wir werden wahrscheinlich eher dieses Item hier herstellen. Ist ein extrem gutes Item, wie ich finde, weil die Ulti von dem Ding hier ist, dass wir uns aufsplitten können. Von unserem Charakter. Und die Axt macht dann auch nochmal, dass wir uns nochmal aufsplitten. Und das ist ziemlich super, wie ich finde. Dann läufst du dann hier rum mit sechs deiner von diesen Pferdchen hier. Und die machen alle dann ziemlichen Damage. Und das ist recht ordentlich, will ich doch meinen. Nun muss man halt für diese Axt erstmal das Geld zusammen haben. Weil die ist nicht billig. Die kostet alles zusammen 5050. Boots. Noob. Na und? Boots kommen später. Stimmt, die muss ich auch noch besorgen. Wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn ich die besorgen würde. So. Da ist er down. Er hat da den Dschungel gepult. Gratuliere, Noob. So, und der nächste. Da hinten. Also das Team an sich ist gut, nur der Rest ist scheiße. Und ich bin natürlich auch scheiße, ich geb's ja zu. Also warum bin ich jetzt auch weitergelaufen? Ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen gedacht, dass hier der Turm fällt. Aber naja. Passiert. Ist auch schön, dass das um so eine Uhrzeit wieder so Leute unterwegs sind, die meinen, sie sind die Ultra-Pros, weißt du, und kloppen ja alleine auf den Turm ein und nennen mich Noob. Ehrlich. Na gut, nicht aufregen, alles wird gut, alles nur Menschen. Wird schon irgendwie... Das ist der Tidehunter. Wie denn? Was ist denn hier? Ich sehe hier nichts. Ihr macht das schon, ne? Ah, da kommt einer. Der Venomancer. Your bottom tower has fallen. Na gut. Dann versuchen wir hier mal die Mitte ein bisschen zu machen. Ein paar Last Hits auf jeden Fall abzugreifen, wäre nicht verkehrt. Naja. Ja, bis ich da unten bin, hallo? Ja, sorry, ich kann nicht fliegen.
kann sich halt auch nicht entscheiden, was sie alle wollen. Naja, passiert. Dabei finde ich eigentlich unser Teamspiel an sich nicht verkehrt. Nur sind wir mit den Kills trotzdem im Hintern. Muss ich nicht verstehen, ne? So, aber gleich können wir zumindest die Schuhe kaufen. Wenn ich mal ein Last Hit abgreifen würde hier beim ganzen draufkloppen. Und dann, ja genau, die Schuhe könnte ich eigentlich auch ausbauen. Dann muss die Axt halt noch warten. Ist leider so. Geht nicht anders. Weil die Schuhe sind dann doch ein Tickchen wichtiger. Weil die mir halt auch einen Stärkebonus geben, wenn ich sie ausgebaut habe. Ja, pinkt ihr da oben, ich hab hier unten Stress, ist okay. Weißt du, sowas sehen die anderen mal wieder nicht. Und dann, ne, Hauptsache ist, man killt die da oben. Natürlich. Kommt mal klar, Leute. Ja, da hat mich mein Spiegelbild ja gerade noch so gerettet. Siehst du, und das verstehe ich nicht. Warum pingen die da, wenn die genau wissen, die kriegen das auch so hin? Vielleicht war das auch nur für eigene Teammitglieder da oben auf der Lane gedacht, aber wer weiß. Gut. Hoffen wir mal, dass wir jetzt hier ein bisschen was machen können. Ich kann nichts versprechen mit meinen Skills. Ne, man kennt es ja. Das altbewährte Problem. Ich unfähig. Warte, zurückbleiben, damit die Creeps draufgehen. Ja, jetzt sind sie in der Mitte. Oh, ist doch nicht wahr. Können die nicht mal woanders hingehen? Haben die kein Zuhause? Nee, schlecht. So, nur gucken, dass hier jetzt keiner in der Nähe ist, wenn ich hier rumlaufe. Nicht, dass die mich hier davon abhalten, hier weiterzugehen. Und die. Alter, mach doch einmal das Ding kaputt. Was ist das? Das ist nach unten, okay. Wird gemacht, Chef. Also grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, wenn mir jemand sagt, was ich tun soll. Nur müssen die Anweisungen klar sein, finde ich. Ja, das habe ich mir gedacht. Erst ran. Und, ey, der Stun hat nicht funktioniert. Egal, er ist down, ist das Wichtigste. Gut, so viel dazu. Also ab durch den Wald hier. Gut, bin unterwegs. Hey, da hat jemand geblitzt hier. Ist irgendwie zu schnell gelaufen oder so, ich weiß auch nicht. Nee, ich komme ja schon. Ach shit, sie hat sich unsichtbar gemacht, die Penner. Haha, Noob. Warum ist er auch nicht weggelaufen? Na gut, ich bin auch nicht weggelaufen, aber es geht ums Prinzip. Ich will auch flamen dürfen.
Und er hier schnetzelt sich nur durch den Wald. Schon cool, irgendwie die Fähigkeit. Nur sinnfrei dadurch, dass er gleich sterben wird. Aus. Geht doch. So, ich habe noch kein Geld, um mir was Neues zu kaufen, aber ich habe jetzt die tollen Schuhe. Also toll, in Anführungszeichen halt, ne? Sind schon cool. Aber es geht besser. Your bottom tower is under attack. Yes. Emble on. Wo ist er denn jetzt? Hat er sich verpisst? Nein, da war er. Shit. Your bottom tower is under attack. Na, es wird ein Tod. Dadurch, dass der Tidehunter halt dabei ist. Na, shit. Da haben auch die Spiegelbilder nichts mehr machen können. Schade. Also fünfmal tot. Zwei Kills, sechs Assists. Also ich bin mit mir zufrieden. Andere nicht. Ich glaube, das Match werden wir verlieren, dadurch, dass die anderen uns mehr gekillt haben. Aber noch ist ja nichts in Stein gemeißelt. Gut. Wir gehen jetzt in der Mitte. Wir gehen zu den anderen einfach. Weil einzeln rumzulatschen wäre jetzt absolut sinnfrei. Die anderen haben auch schon ein viel höheres Level als die meisten von uns. Dadurch sind sie uns im Vorteil, das heißt, sie werden gewinnen wahrscheinlich. Ach du Kacke, wie viel Schaden macht denn der Dwarf Ranger schon wieder? Ehrlich. Ja, dann verschwinde doch aus dem Game, wenn wir Noobs sind und es dir nicht passt. Ist doch wahr. Ja, also das Thema hatte ich ja schon häufiger angesprochen, ne? Mit ich Noob und ich habe trotzdem Spaß und so weiter. Ist mir ja quasi egal. Ja? Gibt auch nur selten Momente, wo ich mir dann über andere Spieler aufrege. Also sind meistens die Momente, wo die anfangen rumzuflamen. Ne? Wobei ich das in League of Legends immer noch schlimmer finde als hier. Ganz ehrlich. Einfach weil, ich weiß nicht. Irgendwie scheint es mir in League of Legends mehr Leute zu geben, die da rumflamen müssen. Hat er sich unsichtbar gemacht? Ist doch nicht wahr. Doch. Er ist ja tot gegangen. Tut mir ja fast leid. Gut. Jetzt wieder auf die Jagd nach Einzelnen. Damit wir dann eventuell unter gewissen Umständen aufsteigen können im Level und so weiter. Der Zeus hier zum Beispiel ist nur Level 10. Wo geht denn der andere jetzt hin? Warum? Warum geht er da nicht drauf, wenn er sieht, ich komme? Na gut, vielleicht hat er es auch nicht gesehen, ne? Man weiß es nicht genau. Gut, so viel dazu. Ja, ist ja schön, dass der Top Tower an der Attack ist, ja? Interessiert mich jetzt aber herzlich wenig, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt, wenn wir jetzt hier, natürlich, das war ja klar. Dass die jetzt ihr Gebäude verstärken. Da unten ist einer. Ich hab ihn gesehen. Muss nur noch hinkommen. Los, lauf, lauf, lauf. Geht doch, bam, Junge. In your face, bitch.
Ja, ich komme ja schon gleich zurück. Ich kann nur nicht teleportieren. Ja, meine Güte, bleib locker. Man muss auch nicht die ganze Zeit hier rumdrücken wie so ein Blöder. Ehrlich. Oder sehe ich das verkehrt? Wieso kannst du den nicht solo hin? Also wirklich. Ich komme gerade nicht dran, beziehungsweise ich kann nichts drauf machen. Es gibt's doch nicht. Bam! Und Mammut hat den Tag gerettet, einigermaßen zumindest. Dafür zwei Level-Ups, wenigstens etwas. Was soll denn... Achso, B heißt wahrscheinlich für Back, ne? Ja. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum die immer B schreiben. Meine Güte. Aber wir haben diesen dämlichen Ghoul da endlich getötet. Der war aber auch scheiße zu töten, ganz ehrlich. Gut. So viel dazu. Jetzt mal wieder so langsam ein bisschen einschoppen hier. Einschoppen, guten Deutsch. Ja, ihr wisst, was ich meine. Gut. Die liegen 10. Ja, könnt ihr euch mal entscheiden, erst unten, jetzt wieder oben. Weißt du, das ist immer sowas, was mich so ein bisschen aufregt. Ja, hat er sich unsichtbar gemacht? Gibt's doch nicht. Mein Kill, haha, haha. Obwohl, Kills sind ja immer noch egal. Hauptsache ist, man gewinnt später das Spiel. Das ist wichtiger als die Kills im Endeffekt. Los, 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 los! Yes! So, und die haben jetzt Roshan gekillt. Das heißt, einer von denen hat wahrscheinlich so zwei Leben. Also kann wieder auferstehen. Ja, wenn die meinen, die müssen das unbedingt haben, dann wird das wahrscheinlich so sein. Ja, warum sollen wir denn jetzt dahin? Die sind da schon längst weg. Ehrlich. Unnötig sowas. Ah, shit. Da lebt wieder einer. Das ist Throw Ranger. Also halb so wild eigentlich. Solange es der Zombie-Typ nicht war, ist es okay. So, jetzt auf ihn hier. Nein, 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 nein! Voll verklickt, scheiße! Da war da ein Creep im Weg. Ah. Und da fallen sie alle einfach nur so um. Alle fünf von uns sind down. Das gibt's nicht. Naja, wenigstens haben wir deren Ghoul schon wieder down gekriegt. Aber ist immer noch eine schlechte Runde mal wieder für uns. Wie immer einfach. Einfach nur wie immer. Ja, nee, sag doch sowas nicht. Wir müssen immer pushen. Irgendwer hat das Spiel verlassen. Ah, der Chainsaw, Timebusaw-Typ. Meinetwegen. Ja, sowieso der am meisten rumgeflamed hat. Ja, du schaffst das schon, ne?
würde ich mal sagen. Du folgst einfach ihm und dann wird das. Dann klappt das mit den Nachbarn. Oder auch nicht. Gut. Unsere Creeps sind hier unten noch beschäftigt. Lassen wir die halt mal nach oben pushen, so ein bisschen zumindest. Da der Timer-Saw wahrscheinlich nicht wieder ins Spiel kommen wird, haben wir wahrscheinlich verloren. Da wir jetzt ein Typ unterlegen sind. Ja, dieser scheiß Blitz, ne, von diesem dämlichen Zeus. Immer wieder das gleiche. Alter, leck mich. Gehen wir erstmal zurück. Ja, Dschungel du, ne, während wir hier Krieg haben. Sind mir sowieso die Liebsten. Erhaltener Mechanism. Soll mir recht sein. Oh shit, da sind sie zu dritt, das gibt's nicht. Die Schweine. Ihr Schweine, ihr habt Mammut getötet. Ja. Was auch immer das soll, ist das ein Grafikfehler oder ist das... Ich weiß nicht. Also wenn das jetzt noch nach einer halben Stunde immer noch da ist, dann ist es bestimmt ein Grafikfehler. Ach, der Depp ist wieder da. Hätte ich ja nicht gedacht. Ehrlich nicht. Ja, kommt jetzt bestimmt rein und sieht so, aha, ja, tot, tot, tot. Ja, so habe ich mir das gedacht. Ja, ja, das war zu erwarten. Ja, okay. So wie Halbpros halt sind, ne? Ja, und sie sind hier schon bei uns fast drin. Es ist sowas von gegessen. Na, leck mich. Alter, der ist Level 21. Wollt ihr mich denn ernsthaft verarschen? Level 14. Er hier ist Level 19. Das ist ja noch halbwegs akzeptabel. Aber hallo? Ich bin schon kaputt. Aber die haben es wenigstens gleich für sich entschieden. Ich weiß gar nicht, warum sie jetzt den Typen da hinterherlatschen. Wir könnten das Spiel jetzt einfach beenden, damit es ein Ende hat. Aber wahrscheinlich wollen sie uns einfach ganken, weil es Spaß macht oder sowas. Weil wir leichte Kills sind oder sowas. Zumindest ich. Wie sieht es hier aus mit der Verteilung hier? Ich bin fast der Schwächste. Ich bin ein Level höher als hier der Phantom-Assassin. Wenigstens etwas. Ich bin nicht der größte Kackbuch. Aber der allergrößte. Yay. Gut, und jetzt irgendeine Lane zu pushen wäre auch unglaublich, weil dann kommen sie dann irgendwo hier durch und fertig ist die Kiste quasi. Das Spiel ist gegessen. Also wenn wir das jetzt gewinnen sollten, was nicht passieren wird, dann weiß ich auch nicht. Armageddon comes. Ja, das gehört hier dem... Ich weiß nicht wem, wem? Dem hier wahrscheinlich. Soll mir egal sein, ich nehme es mit. Kann zwar nicht benutzen, aber ich habe es im Inventar und jemand anderes kann es nicht benutzen. Also, oder falls es dann doch irgendwie braucht, dann kriegt es halt wieder.
Hellblau ist doch hier der cool. Ach du Kacke, kommen aber auch viele. Ja, sie kommen von da oben. Ich weiß, ich gehe da auch gleich zurück. Bleib mal locker. Muss nur mal so ein bisschen die Lane pushen. Nur so ein bisschen. Ein bisschen als Carrier meine Aufgabe erfüllen. Sniper ist down. Alter, wie oft kann er diesen scheiß Blitz machen? Ist nicht wahr. Da steht mir alle im Weg. Das hat so keinen Sinn. Ehrlich nicht. Na, ja, down. Geht er down. Und jetzt beendet den Scheiß hier. Macht es kurz und schmerzvoll oder so. Keine Ahnung. Aber macht irgendwas. Ihr schafft es. Los, los, ihr schafft es. Ihr könnt es schaffen. Irgendwie. Oder auch nicht. Die überrennen uns hier richtig. Dabei fand ich es am Anfang gesehen gar nicht mal so verkehrt, das Spiel. Aber dadurch, dass ich halt auch viel gestorben bin am Anfang, ist das... naja, nicht so gut gelaufen. Na gut, aber man lernt ja aus Fehlern, bekanntlich, angeblich. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber naja. Ja, ihr könnt mich alle mal hier... versuche irgendwas zurückzupushen, aber es ist sowieso sinnlos. So, damit es ein bisschen schneller geht hier. So, ihr auch. Alle ran. Da oben auch. Ja, es kommen jetzt sowieso die starken Creeps von allen Seiten. Ja, das war ja super, ihr Spiegelbilder. Hat sich ja echt gelohnt. Natürlich, die mussten jetzt unbedingt nochmal den Roshan killen. Dabei müssten sie einfach nur hier auf die Türme drauf und fertig ist. Und hauen sie ja sowieso in 0,x down. Das war jetzt echt unnötig, Leute. Das war echt unnötig. Der Tidehunter ist jetzt der, der ein Leben nach dem Tod führen kann. Gratuliere. Ich weiß gar nicht, warum ich es kaufe, aber ich tue es. Lass es mir sogar noch anliefern, obwohl ich in der Base bin. Einfach, weil ich es kann. Danke, treue Esel. Und dadurch, dass überall die starken Creeps kommen, kommen wir kaum mit dem Pushen voran. Weil unsere Creeps ja schwächer sind als deren. Und das ist natürlich eher schlecht. Ne, kennt man ja. Na gut. Nein, wirklich, hier ist ein Gegner, wow. Er hat mich weggenutzt. Na und? Ich bin ein Idiot. Ich habe ein Zertifikat dafür bestimmt irgendwo. Ich darf ein Idiot sein. Und ihr? Niemand ist so idiotisch wie ich. Na, also, glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. So, und jetzt macht's nieder, den Scheiß hier. Macht's nieder!
Nein, die Creeps sind mal wieder im Weg. Natürlich. Auf sie, yay! Party! Ja, siehst du, jetzt ganken sie uns hier einfach mal so ein bisschen rum. Einfach weil sie es können. Ja, es hat er sich gerade da unsichtbar gemacht, als ich ihn dingsen wollte. Dran ziehen. Und naja, war auch nichts, ne? Und er mit seiner Scheißkette trifft auch nie. Lern das doch mal. Dann hätte er mich nur. Er kann mit seinem Charakter nicht mehr umgehen. Na gut, kann ich mit den meisten auch nicht. Und ja, er ist down. Und von ihm. Sonst hätten die Creeps es bestimmt auch gleich getan. Nein, wirklich. Oh, bedauerlich. Und jetzt werden sie. Jetzt ist es vorbei. Ja, kümmert euch doch nicht um die Quiz, macht den Turm platt. Ehrlich. Also manchmal, ne? Deren Vorgehensweise. Einfach nicht okay. Ja, das war's. Und wieder einmal habe ich richtig abgelost. Yes! Ich bin einfach der schlimmste Dota 2-Spieler ever. Aber Spaß macht es mir trotzdem. Na gut, das war's auch schon von der dieswöchigen Ausgabe von Let's Play Dota 2. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Woche oder im anderen Let's Play oder was auch immer. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.